Scharnier in Gefahr, Teil 3. Wie bedient man verdammt nochmal eine Kettensäge als Frau? Also tüftelte sie und tüftelte sie. Nee, das geht nicht. Ich glaube, jetzt ist es gleich soweit. Sie hat's gleich. Ich bin mir unsicher. Ich denke, es wird. Oder ich muss doch noch mal eingreifen. Hä? Sexy Hexi. Was? Ja, nix. Ich habe nichts gesagt. Ja, hier sehen Sie die neuen Baustellenmitarbeiter. Husqvarna, sie sieht mich jetzt nur noch löchrig und wir werden ihr mal beibringen, wie man so die Motorsäge bedient. Ne? Wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob das klappt. Sie hört auch nur noch auf einem Ohr, aber das wird schon irgendwie klappen. Ist es normal, dass das so weit runterhängt? Ja, das ist, dass man dein Gesicht nicht sieht. Nein, das muss doch hier sein. Nee, das passt schon. Also die sollen die Holzspäne... Ja, aber dann ist es genau vom Auge. Ach so. Du meinst die Klappe? Die da, ja, das müssen wir noch einstellen. Warte, okay. Das machen wir. Das war schon beim ersten Mal so gut. Muss ein bisschen tiefer. Ja, Nach den Sicherheitseinweisungen konnte es dann losgehen. Mal sehen, ob unser Survival-Schüler auch alles so aufgenommen hat, wie es sich ihr Partner vorgestellt hat. Okay, wir werden also mal sehen, was jetzt beim ersten Versuch rauskommt. Wo ist dein Bein? Ha? Wo ist dein Bein? Genau da, wo die Säge ist. Ja, aber wie soll ich es denn da rüberstellen? Das ist scheißegal, das Bein steht niemals da, wo die Säge ist. So. Trotz der Sicherheitseinweisung musste ich stets parat stehen. Denn sehr schnell hätte ein Fehler entstehen können. Also wich ich hier nicht von der Seite und schaute mir alles ganz genau an, sodass eben keine Fehler entstehen konnten. Es war natürlich für mich mal wieder eine Zerreißprobe, da ich an sich genügend Arbeit gehabt hätte, aber Sicherheit geht stets vor.